Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der Karte Hof Bergmann. Heute ist mein Plan, ein bisschen aufräumen. Nein, nicht das Ding abwerfen, sondern erstmal die Klamotten hier zum Hof oder beziehungsweise zur Apfelplantage. Dann werden wir ein paar Äpfel einsammeln. Oh, ich bin zeitlich recht, sind gerade schon wieder, es wird wieder mal aufräumen. Dann ist geplant, dann so, was haben so an Fahrzeugen weg, ne? Ich habe mit meiner Frau gesprochen, also den Pickup oder den SUV, ist sie gerade gefreut, dass sie dieses fette Ding hat, aber der kommt weg, der frisst nur Kosten und kaufen wir später vielleicht nochmal ein. Sie hat eingewilligt mit der Option, dass sie vielleicht einen Mustang später kriegt. Und ja, der nächste Punkt ist das etwas grüne Fahrrad jetzt wieder nehmen, ne? Der Drescher kommt weg, der zweite, das ist purer Luxus. Mann, es ist toll. Also es ist so, wenn du von der Logistik überlegst, ne, wie sie sich auch hier ausgedacht haben, finde ich das schon mit der Aufteilung gut, weil du hast dann halt hier im hinteren Bereich, kannst du mit dem Drescher alles gut erreichen und halt vorne hast du halt den anderen. Ne? So müssen wir ein bisschen fahren, aber ich denke mal, das ist zumutbar und Mist, weißt du was? Wir haben jetzt gar keinen Kalk mehr am Hof. Wegen dem Düngen. Und wir haben auch keine Sämaschinen mehr. Aber ja gut, das wird sich jetzt hier alles finden. Wenn wir jetzt ja gleich, wie gesagt, loslegen mit dem Dings. Und ich kann doch hier hinter der Mühle, kann ich doch gleich rechts fahren. Dann sind wir gleich am Apfelhof. Das machen wir erstmal. Weil da soll ja auch ein Wasserfass hin, ein kleines, und einmal wo ist denn jetzt der? Hatte ich nicht zwei davon vorhin? Einen verloren oder bin ich jetzt für dich? Ich hatte doch zwei, oder? Mal schnell gucken. Ich sehe, wo liegt. Nee, du hattest nur einen. Okay. Ja. Eigentlich brauche ich auch nur den einen erstmal. Und sonst später immer nochmal holen, ne? Ja, Schaufel habe ich dabei, die muss auch zum Obsthof. Die Plattform kommt zum Hof selber. Da hätte vielleicht auch die einen vom Apfelhof wegnehmen können, aber naja. Hier geht's nur zu dem Feld. Okay. So, geben wir mal ein bisschen Gas. Ich hoffe, ihr habt voll ausgeschlafen. Am Sonntag. Ich nicht, ich bin so. Oh. Könnte es ruhig mal kommen, ne? Das möchte ich mal hören von euch. Oh. Nee, nicht so schlimm, aber warum bin ich eigentlich aufgestanden? Achso, die Katze wollte unbedingt daraus. Sie hat so ein Theater gemacht. Ja, da ignorieren ging nicht mehr. Und naja. Kann man nur Mittagsschlaf. Mal gucken. So, obwohl das Wetter heute echt geil werden soll, ne? Jedoch. Bin ich, glaube ich, richtig. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt auch mal wichtig, dass wir mal sortieren und sagen, die und die Fahrzeuge behalten wir, einfach mal die Entscheidung treffen, ne? Dann haben wir die laufenden Kosten nicht mehr von den Kisten. Und was ist das da eigentlich für ein Anschluss? Ist das Wasser oder ist das Gülle oder so? Warte mal, lauf mal kurz hin, nicht, dass da auf mal steht, dass du da auch was abholen könntest oder so? Nö, okay. Hätte ja sein können. Ja. Na, die Schaufel geht mir gleich flöten, aber wir sind ja gleich da. Ich dachte noch nicht, ich habe die angeschnallt.
Ja, mit diesem Wasserding habe ich ja vor, da wollte ich ja mal in so einen Cosplay-Kurs einfahren, dass er dann wirklich so ganz langsam und gemächlich an die Bäume ranfährt und auch am Wasserfass dann vorbei oder selbst, ja, am Wasserfass wäre besser, und dann da auch wieder auffüllt, ne? So, wie mache ich das jetzt mal am dösigsten? Hi. Da fällt mir gerade ein, der Balu hat gesagt, hey, ich finde das ja echt nett von dir, dass du ihn immer wieder grüßt. Weil er ja ständig grüßt, ne? Aber, also hier unser Mitarbeiter. Und ja, bei dem ist es halt so, der ist ja beim Kompostschaufeln, ja, hat er irgendwie zu viel eingeatmet und seitdem grüßt er öfter. Und wenn ich jetzt nicht grüßen würde, das wäre echt extrem unhöflich und würde auch die Motivation irgendwie, ja, wahrscheinlich vom Mitarbeiter dann auch runterbringen. Und von daher sage ich halt einmal mehr Hallo und gut ist. Ja, so hat man immer seine Problemchen, ne? Gut. Jetzt muss ich erstmal abladen, dann, obwohl, jetzt geht es jetzt wieder in die Knie, wir brauchen eigentlich die Plattform. Nochmal nehmen. Ich muss jetzt eh erstmal abschneiden hier. War gar nichts ange. War nichts angeschnallt? Oh, Scheiße. Haben wir ja Glück gehabt. Hi! So, also ich wollte jetzt hier lassen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Lasse ich nämlich den Dings jetzt hier für die Äpfel das mal nochmal rumfahren, die so ein bisschen zusammen. Ja, genau, das machen wir mal. Nimm ich mal mit. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Cosplay-Kurs oder so. Oder ein Follow Me oder ich weiß noch nicht. Irgendwas Lustiges lassen wir uns da nochmal einfallen. Ich sehe gerade meine Gabel nicht. So. Ich weiß es nicht von der Höhe. Hi. So. Ich nehme mal mit, nur spaßeshalber. Wir müssen hier sowieso aufräumen. Können die mal hinstellen. Hier, stell dir mal hier so einen Wagen hin, dann kannst du zwischendurch mal die Äpfel holen, okay? Okay. Er ist begeistert. So. Hi. Hi. Dann nimmst du gleich mit? Nee. Mach da nicht. Ich finde ja diesen Anhänger, den wir jetzt haben, ich finde den einfach kultig, ne? Der da jetzt steht, gerade mit der Plattform. Schade, dass der kein Autoload hat, aber sei es drum, ist ja nicht schlimm. Auf dem anderen kriegt man natürlich wesentlich mehr drauf. Da kannst du dann auch gleich vernünftig zum Verkauf bringen, ne? Ach so, das Doofe ist jetzt, wir können den jetzt noch nicht testen. Ich kann euch hier mal kurz. Ich werde mal gucken. Passt denn da eigentlich so drauf auf dem? Ist der voll? Passt so ein Ding da eigentlich drauf? Schwupp. Cool. Na, dann können wir es nehmen. Hi. Hi. Ich bringe mal die Äpfel weg. Ach, hier wird noch mit Liebe gearbeitet.
Ich will noch ein Gewicht liegen. Guck mal. Okay. Könnte ich ja das mal hinten dran machen. Ups, das war ja gerade vergleichbar. So. Und dann kannst du hier schön mit der Karre, ne? Das wäre natürlich am entspanntesten. Dann passt sie hin. Oder ich hole mir von euch, keine Ahnung, wie viele Helfer kann man sich denn holen? 20? 10? Und jeder kriegt so eine... Das wäre doch mal eine geile Multiplayer-Aktion. Jeder kriegt so eine Karre, ne? Und der Tom steht dann hier und lädt immer ab. Das ist so eine geile Idee, oder? Hier sind wahrscheinlich auch hier. So langsam hat er nicht mal Latten am Zaun. Weiß ich, könnt ihr gerne eine Meinung dazu da lassen. So. Die Apfelpflücker vom Hofbergmann. Tja, Manfred, Kaya. Huh? Das wäre doch was. Ich werde bestimmt gesteinigt. So, pass auf, der müsste ja auch erstmal gefüllt werden, aber es ist ja auch kein Ding. Wir haben hier vorne noch das Wasser verstehen. Ich stehe jetzt aber nur dahin, wir machen jetzt ja nichts weiter, weil, wie gesagt, ich möchte ganz gerne das andere Ding noch zum Hof bringen. Ich kann den aber schon hier lassen, den Apfelwagen, weil wir können ja auch die Palette, die ich hier drin dran habe, können wir ja nutzen. Komm, ein Stück noch. Jetzt nicht ganz so weit laufen. So, pass auf, dann mache ich jetzt, genau, mache ich das jetzt so. Nein, so natürlich nicht, sondern ich wollte den mal runterlassen. So. Kommt hier kurz die Dingens hin. So. Jetzt nehmen wir die Schaufel darunter. Ah, was eine Logistik. Mann, Mann, Mann. So, und die Schaufel. Die Schaufel bleibt hier. So. Jetzt nehmen wir wieder die Gabel. Einfach den zweiten Takt holen können, aber naja, manchmal ist Mitdenken nicht so meine Stärke. So, warte mal. Obwohl doch, finde ich schon. Mitdenken. Also es ist so, ah, ich arbeite hier auch. Ah nee, jetzt geht's zu weit. Lass es mal weg. Ich wollte gerade sagen, mit, ja, Mitdenken ist bei vielen jüngeren Leuten heutzutage nicht mehr so die Stärke, leider. So meine Erfahrungswerte, aber damit soll es auch gut sein. So, jetzt auf die Plattform drauf. Mir was dann noch schaffen. Wie war das mit dem Gewicht? Das ist mal krass, dass du so ein Stück schaffst es, ne? Und dann auf einmal geht's nicht weiter. Ne? So. Das Gewicht müssen wir auf jeden Fall hier lassen. Das ist mal irgendwie, wenn man Gewicht scheitert und du musst extra zum Hof damit zurückeiern und eins holen. Ja, Schatzabstimmung läuft noch. Hat man vor 2 Folgen, glaube ich, ne? Könnt ihr gerne nochmal eure Meinung dazu sagen oder anklicken, was ihr gut findet.
Und morgen gibt es dann die Auswertung, würde ich sagen, weil ich will auch ganz gerne anfangen zu buddeln. Wie gesagt, das ist erstmal alles so bereinigen für uns, dass wir sagen halt, hey, wir wollen das so und so haben. Und das ist das Geld, was wir haben. Und wir haben jetzt die Maschinen und die anderen sind jetzt verkauft. Und ja, die aus der Miete müssen ja auch noch zurück und so, ne? Das wäre wirklich toll. Der war Abzug, aber die halten wahrscheinlich sowieso nicht. Also ich muss da echt dann ein bisschen vorsichtiger fahren einfach. So, jetzt hole ich mal den kleinen Traktor. Können wir auch nicht auch als Deko hier stehen lassen oder später halt. Da sind schon wieder einige voll hier, ne? Wollen wir schon mal ein bisschen zur Seite stellen. Aber gleich, ich hole jetzt mal den Traktor und dann hängen wir mal den Autoload dran. So. Hier, genau. Da fängst du dann an, die eine Kiste ein bisschen netter noch hinzulegen und dann hast du mal wieder so einen Käse. Ne? Und deswegen der Auto laut ist schon toll. Aber obwohl, es macht Spaß. Es macht schon Spaß mit den Kisten, aber wenn du wirklich mal ein bisschen schneller sein willst. Ne? So, haben wir schon so ein paar zusammen. Ah, was ich noch holen muss, ist so die eine Kiste, die ich ja hier dann für den Dünger haben wollte, weil wir ja alles so ein bisschen kleiner machen wollen und dann eventuell auch probieren wollen, das mit Courseplay hier teilweise versorgen zu lassen. Keine Angst, ich werde also mal selbst Hand anlegen, aber damit es richtig funktioniert, wäre das schon nochmal eine gute Idee, ne? So, und das sind die Äpfel, die ich hier für nette Kunden, Geschäftspartner jemand zur Seite packe. Ich muss das mal anheben. So. Also die müssen wir dann hier definitiv noch abladen. Die packen wir dann in die Ecke rein. So. Und jetzt haben wir hier unseren neuen Trailer mit Autoload. Und da jagen wir mal an den Bäumen vorbei. Nein, natürlich fahren wir langsam. Und stellen uns vor, dass unser Helfer uns mal hilft. Und nicht nur Hi sagt. Und ja, dann mal hiermit auflädt. Und wie man sieht, ja, warte mal. Ich kann ja mal. Hi. So zum Vergleich mal eine Kiste nehmen. Oder wir verschieben das Ganze. Ich wollte ja eigentlich mal in Relation zeigen, wie das dann hier so passig ist. Aber naja, wie gesagt, das kriegen wir hin. Machen wir beim nächsten Mal. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Resttag. Und ja, bis morgen. Ne? 8 Uhr geht's weiter. Ciao, YouTube.